Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Review. Es geht weiter bei German Flavors Review. Heutige Liquid-Sorte ist Eisbonbon Sherry. Die letzten zwei Eisbonbons haben mich nicht so wirklich umgehauen. Gut, schauen wir mal, wie es mit Sherry aussieht. Geruchlich riecht das wie Kleber. Als würde ich an einer Uhu-Flasche riechen. Aber man riecht tatsächlich neben dem Kleber noch Eisbonbon vom Geruch her sehr gut raus. Kommen wir zur Dampfe. Ja, geschmacklich schwer zu beschreiben. Also Eisbonbon Entschuldigung, rieche ich nicht. Also schmeck ich minimal hervor. Die Kirsche geht komplett unter. Aber anstatt der Kirsche bilde ich mir ein, dass ich sowas wie Banane schmecken würde. Also schmeckt schon so ein bisschen wie Kiba. Aber nicht so wirklich. Es schmeckt wie eine muffige Banane. Eisbonbon, puh. Mit viel Fantasie würde man es rausschmecken, aber die Kirsche an sich kommt auch nur sehr schwach rüber. Also geschmacklich. Auch vom Geruch her nicht mein Ding. Schade eigentlich, ich habe mich sehr auf die Eisbonbon Flavors gefreut, aber das ist jetzt schon die dritte Enttäuschung in Sachen Eisbonbon. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder ob die tatsächlich nicht, ja, jedermanns Sache ist oder ob da tatsächlich wirklich Eisbonbon wirklich fehl am Platz ist als Beschreibung. Also ich vermisse auch die wunderschöne Frische, die man sonst von Eisbonbons oder sowas her kennt. Also zwischendurch schmeckt man den Eisbonbon raus. Nur die Kirsche vermisse ich wirklich. Dafür kommt irgendwas anderes rüber und für mich schmeckt es wie eine muffige Banane. Ob Eisbonbons mit Bananen schmecken? Keine Ahnung, vielleicht sollte man es mal anmixen. Aber dann würde ich tatsächlich einen anderen Flavor nutzen, um Eisbonbon herzustellen. Ja gut, ich danke euch wieder fürs Reinklicken und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht, wenn ihr mich abonniert. Bis dann. Ciao, ciao.